Kann ich ja jetzt auch wir erstmal müssen Charlotte gehen. suchen. Wir haben sie allein gelassen. Ist sie wohl noch da, wo wir sie Ja, das geht ja mal zurückgelassen gar haben? nicht. In dem warmen Licht? Ich hoffe, dass die Puppe auch noch da ist und sich nicht verselbstständigt hat. Hoffentlich ist sie jetzt nicht geschmolzen. Ja, hier ist sie doch. Charlotte. Sequenz, würde ich mal sagen. Ja, und nun. Ich sitze im Rollstuhl. Oh, that's creepy. That's so unsagbar fucking creepy. Das ist wie in der Geisterbahn. Nur ohne Geister. Oh Gott, was sind wir? Tür. Beinchen. Hallo? Ich habe nichts getan. Ich habe nur gehorcht. Mama lässt uns nicht allein. Ich habe nichts getan. Ich habe nur gehorcht. Sie hat uns lieb. Charlotte ist weg. Ich habe nichts getan. Ich habe nur gehorcht. Jetzt wird's sick, ja. Mama hört uns jetzt ab. Psycho. Sie hat uns lieb. Ich habe nichts getan. Ich habe nur gehorcht. Mama lässt uns nicht allein. Mama lässt uns nicht allein. Charlotte, ich habe nichts getan. Ich habe nur gehorcht. Sie hat uns lieb. Auch wenn wir böse sind. Aber ich bin echt mal gespannt, welches Ende wir kriegen. Soweit ich weiß, gibt es vier. Aber ich habe keine Ahnung, welches. Na, hallo, junge Frau. Sie sehen ein wenig kahl auf dem Kopf aus. Die haben alle eine Zwangsjacke an, irgendwie. Naja, zumindest die gute Frau da. Und die. Habe ich auch eine an? What? Können wir meinen Termin bitte verschieben? Ich glaube, ich habe noch was anderes zu tun. Nö, ich möchte da nicht rein. Ich verzichte. Ich glaube, ich habe den Herrn angelassen. Ich habe das Fenster offen gelassen. Ich habe irgendwas getan, dass ich hier weg kann. Oh, das ist so überhell. Ekelhaft. Darf man fragen, was ihr da vorhabt? Aber der Effekt ist cool, wenn ich die Kamera bewege. Nö. Was ist das? Krieg ich jetzt einen Knebel in den Mund? Was haben? Ja, schön, dass ihr mich alle anstarrt. Dürfte ich auch mal erfahren, was hier jetzt Sache ist? Ich fühle mich nicht wohl. So auf den Tisch geschnallt, aber immerhin habe ich zwei üppige Brust. Was ist das? Das ist ein Defibrillator für den Kopf. Oh, das wird... Oh nein, 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 nein. Das wird mir jetzt mehr wehtun als euch da draußen an dem Bildschirm. Wenn du auftrittst, ich schwör's. So, ich bin gerade vom Bildschirm gestorben. Und damit praktisch nicht vorhanden. Ich habe die erste Regel der Attentäter gemacht. Oh, dieser Ton. Oh, Tinnitus. Oh, kann dieser Piepton bitte aufhören? Oh, ich will hier raus. Oh, meine Herren.
Was muss ich tun? Oh, piep. Ah, oh, Salofgard, Gott sei Dank. Hat der hier vielleicht noch irgendwas Nützliches? Nein. Hey, seriously, was haben die hier mit den Leuten angestellt? Das ist ja menschenverachtend. Ich weiß, die Irrenanstalt, die steht noch irgendwo in Italien. Ich fahre da persönlich hin und trete dem Ärzten in den Arsch, wenn sie nicht verlassen wäre. Und ich sage, was habt ihr René angetan? Ihr Säcke! Aber das war nur ein Spiel, das ist mir egal. Was hat der Arzt geschrieben, wenn er an seinem Schreibtisch saß? Weißt du das nicht? Na gut, wir gehen wieder zurück in dieses ekelhafte Ding hier. Aber wo soll ich wissen, was er geschrieben hat? Können ja auch irgendwie nichts... Montefoscoli, 20. Dezember 1941. Verehrter Herr Direktor, bitte geben Sie mir Auskunft über meine kranke Tochter René T. Wie geht es ihr? Ich habe meine Tochter mehrere Male geschrieben, ohne eine Antwort zu erhalten. Darum bin ich besorgt. Da ich schon längere Zeit krank bin, lässt es meine Gesundheit nicht zu, sie zu besuchen. Ich bitte Sie, mir mitzuteilen, ob und wann es möglich wäre, meine Tochter nach Hause zu holen. Hochachtungsvoll, Ada T. Herrn Dr. C. vorlegen, um die Entlassung der Patientin in Betracht zu ziehen. Nicht überbracht. Diese Säcke, die wollten sie einfach nicht rausrücken. Na, mehr können wir hier jetzt auch nicht anklicken. Der Direktor, dieses alte sadistische Arschloch. Tut mir leid, wenn ich das so sage, aber ist nun mal halt so. Und irgendwie haben wir immer noch kein neues Ziel. Von daher irren wir jetzt einfach mal hier rum. Du bist hier. Ich habe echt keine Ahnung, wo ich jetzt hin muss. Hatte direkt doch kein Zimmer. Wäscherei, Verhaftung, gut. Schwesternzimmer, Augenärztlich, Röntgen, Treppe. Da. Ich gehe nach unten. Mensch, Charlotte! Aber irgendwie habe ich jetzt Kopfschmerzen von diesem ganzen Gedöns. Oh, jetzt komme ich hier nicht mehr rein. Okay. Wieso komme ich hier jetzt nicht mehr rein? Was? Es hat doch hier irgendwas gemacht, oder nicht? Aha. Na, sieh mal einer an. Die Türen sind wieder auf. Oh, hier waren wir ja auch schon. Hm. Oh, was ist das denn? Okay. Zur Zusammenfassung. Erlebnisse. Was hast du schon, wie er an seinem Schreibtisch saß? Ja, das haben wir ja. Jetzt muss ich gerade mal selber gucken, was haben wir denn hier neu? Uns fehlen auf jeden Fall noch zwei Sachen. Hatten wir das? Ich erinnere mich an einen wiederkehrenden Traum aus dieser Zeit. Ich hatte für gewöhnlich viele Albträume. Aber diese eine war so real, dass ich mich noch heute frage, ob es wirklich nur ein Traum gewesen ist. Ich lag im Bett, umgeben von der Wärme der Decke, im Dunkeln, gerade in den Schlaf sinkend, als ich hörte, wie sich die Schlafzimmertür öffnete. Ich drehte mich wand und hatte nicht den Mut, mich umzudrehen.
Ich sah nur einen Schatten an der Wand, durch das Licht der Tür. Dann hörte ich, wie sich die Tür wieder schloss, und ich dachte, es könnte meine Mutter gewesen sein, die für gewöhnlich noch einmal hinschaut, bevor sie ins Bett geht, um zu sehen, ob ich auch schlafe. Aber es war keine Zeit für einen Seufzer der Erleichterung, denn Schritte näherten sich dem Bett, und ich hörte Atmen, ganz nah. Angst lähmte mich von Kopf bis Fuß. Die Decke wurde zurückgezogen. Ich erinnere mich an einen kühlen Lufthauch entlang meiner Wirbelsäule. Jemand saß auf meinem Bett, und ich zitterte. Dann war der Traum zu Ende. Und hier? Und dann war der Traum zu Ende. Ja, weil da ist auch erstmal vor. Ja, das fehlt uns noch, diese 4 Seiten. Das haben wir ja alles. Hoffentlich finden wir das auch noch, das letzte. Weil es interessiert mich jetzt ernsthaft. Noch den letzten Tagebucheintrag. War ich hier schon? Naja. Jetzt ja und ich komme auch nicht durch. Ja, Italiener ergreifen die Wachen, der Duce verkündet Eintritt Italiens in den Krieg. Mussolinis Ansprache Mittag, Führerkönig der Duce. Das Gebäude, Tuberkulosekranke wird eröffnet. Und wo muss ich jetzt hin? Die sind mir witzig. Was hat der Arzt geschrieben? Das ist mir doch sowas von Schnurzpiepe, was der Penner da geschrieben hat. Oh, ein Waschraum. Na, sonst scheint es hier auch nichts zu geben. Ich bitte um Entschuldigung, ich habe einen kleinen Frosch im Hals. Quak, quak. Leider Gottes verschlossen. Blöde Räume. Falsche Richtung. Halt mal, seriously, wo soll ich denn jetzt hin? Ein Körnchen Staub. Keiner hat hier in den Jahrhunderten mal so ein bisschen. Ey, so einen Aschenbecher habe ich auch. Er war ein leidenschaftlicher Brillensammler, habe ich so das Gefühl. So, ist wieder alles zu. Dankeschön. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt hin muss. Beobachtung. Hier wird nicht beobachtet. Die sollen untersuchen, die Knallköpfe. Und wer macht hier überhaupt die Türen immer wieder zu? Stimmt irgendwo noch einer rum. Warte, wenn ich die in die Finger kriege, erlebst du den Zorn von René. Huh, ha.